Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ja, wir fliegen hier mit Alpha Centauri immer noch über Kerbin rum und haben in der letzten Folge das ganze Teil hier aufgetankt. Ihr seht schon, die ganzen Tanks sind hier alle voll. Der Tank wiederum ist aber fast leer. Man sieht schon fast nichts drin, aber das werden wir jetzt relativ simpel lösen, hoffentlich, dass wir beides deorbiten. Deswegen werden wir jetzt was probieren. Dafür müssen wir aber erstmal Crew transferieren. Und dann müssen wir Crew Transfer starten. Transfer. Transfer. In die Kapsel. Ihr hört schon, es funktioniert. Ich habe den Connecting Living Spaces Mod deaktiviert. Jetzt geht natürlich alles um einiges besser. Es hängt zwar hier ein bisschen, war einfach zu groß, aber das geht schon. So, Bobs Inventory, genau, wir können hier die Crew transferieren, weil denen geht es jetzt auch nicht so gut unbedingt. Jetzt schicken wir die einfach auch zurück, wir können dann eine neue Crew hochschicken. Ist jetzt zum Glück nicht der weiteste Flug. Von daher sollte das relativ schnell gehen und wir brauchen halt auch eine passende Crew dann, ne? Wir brauchen hierfür eine passende Crew, die dann rumfliegt. So, jetzt kommt der große Spaß. Wir machen Undocking. Abdocken. Wir wollen das andere steuern. Trotzdem noch als Ziel behalten. Ja. Einfach mal kurz abdocken. So, okay. Dann machen wir RCS aus. Und kippen das Teil so ein bisschen. Der Plan dahinter ist, dass wir versuchen werden, beides zu deorbiten gleichzeitig. Und somit sozusagen diesen leeren Tank hier nutzen können. Aber ich glaube halt, dass das nicht wirklich funktionieren wird. Einer der Liquid Methane Tank Antriebe ist an, das ist der mittlere, der aktiv ist, okay. So, dann transferieren wir uns jetzt wieder zur anderen Stage rüber, so. Dann docken wir hier vorne ab. Rein theoretisch hätte es genug... Als Ziel setzen. TRR. Das müssen wir halt uns schnell ausrichten. Dafür müssen wir das RCS aktivieren. Okay, und jetzt hört RCS hier an. Schauen wir, dass wir schön hier adjustieren uns. Und dass wir uns damit dann schön andocken.
jetzt vorsichtig probieren. Schauen wir, dass wir da gut hinkommen. So, okay. Jetzt docken wir gleich an. Dann haben wir hoffentlich noch genug Kraft. Welcher Antrieb ist das jetzt? 200 MS. Machen jetzt von hier steuern. Und schauen jetzt, dass wir uns schön ausrichten. Und wir checken mal, wie viel wir bräuchten, rein theoretisch um runterzukommen. Um auf 1000 runterzukommen. Bedeutet, rein theoretisch sollte es funktionieren, ne? Rein theoretisch. Weil der mittlere Antrieb ist ja hier aktiv. Wie können die so lang brennen? Demnächst eben eine gute Brennzeit, das muss man lassen. Schaut euch das an, wie gut das funktioniert. Yes. So, jetzt hat. Machen wir erstmal X, damit wir die ausschalten können, schnell. Und doch noch alle 5. Haben schon wieder gelogen hier. Und drehen das ganze Teil jetzt einfach um. Indem wir hier hinklicken und sagen, von hier aus steuern. Wo ist der Button wieder? Wo ist er denn? Von hier steuern. Und wir aktivieren das Triebwerk. Hat angeblich nur 93 MS. Verarschen. Es macht auch was. Verringern so ganz schnell wie möglich mit RCS und allem die Flugbahn. Und schauen, dass sie so niedrig wie möglich kommen. Ist es vielleicht ein bisschen bescheuerte Idee, aber dadurch sollten wir hoffentlich bis in die Atmosphäre kommen. Man bräuchte so Monopropellant-Notfall-Booster, die das Monopropellant-Notfalls als Antrieb nutzen. Das wäre gleich noch ganz schlau, aber wir sinken eh noch ganz gut. Wir
Wir schauen, dass wir so tief wie möglich in die Atmosphäre eindringen. Dann sollte das hoffentlich schon reichen. Also mindestens auf 40 würde ich ihn schon runterbringen. Das wäre schon sinnvoll. Aber wir haben es gleich geschafft. Gleich sind wir in der Atmosphäre. Das ist schon mal extrem gut, weil dann sinken wir oder verlieren wir jedes Mal an Geschwindigkeit allein durch die Atmosphäre, die uns sozusagen entgegenwirkt. Was natürlich für uns ein extremer Vorteil ist. So 60.000. Komm schon, unter die 50.000, das geht sich noch aus. Alter, dieser riesige Tank und dieses kleine Flugzeug dahinter. Und X. Vorspulen. Ja, wenn, dann schicke ich den frontal rein. Wenn, dann schicke ich den frontal rein. Schicken wir das Ding noch zurück. Wir schließen das Schild und bremsen dadurch unseren Fall noch ein bisschen. Das war unerwartet, aber... Wir sind ready für Re-Entry. Eigentlich müsste das Teil jetzt auch voll in Höhe verlieren. Vor allem ist es ja auch eigentlich gar nicht geeignet so. Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück zu unserer wichtigen Rakete eigentlich, aber die hält sich gut. Dumm ist das andere Teil. Vimes, Bob und Tildor sind auf dem Rückflug, nachdem sie unsere schöne Rakete zurückgebracht haben, was natürlich toll ist. Da fliegen die Reste noch. Oh, es hat sich in viele kleine Teile wahrscheinlich aufgelöst, so wie es ausschaut. Jo. Der Tank ist gleich explodiert. Das müsste eigentlich heißen, dass das Ding... Oh, es verliert echt an Höhe ohne Ende. Ja, die werden auch kollabieren. Also wäre ja doch genau das, was wir haben wollen. Wieder ausrichten. Davon des Das ist echt das Kerbal Space Center. Ich glaub's kaum. Wir landen wahrscheinlich irgendwo im Kerbal Space Center. Wie schaffe ich das eigentlich immer per Zufall? Direkt beim Kerbal Space Center zu landen. Das kann mir doch keiner verklickern. Da vorne sind wir zu Hause. Das gibt's doch gar nicht. Ach. Der Big Tank Euder, der fliegt schon wieder mit Vollkaracho drüber. Aber der müsste auch langsam immer weiter an Höhe verlieren, oder?
Also eigentlich ja. Hui, wir fliegen zu Boden. Hauptfallschirm öffnen. Ja, aber das wird schon. Der verliert immer noch weiter an Höhe, glaube ich. Und wenn nicht, fliegt er ja trotzdem immer noch durch die ganze Atmosphäre durch. Zu Boden fliegen. Und somit kommt unsere Crew auch wieder zurück auf den Boden von Kerbin nach einer langen Reise wieder. Hier steht zwar nicht die Originalzeit, aber sie sind auch eine Zeit schon unterwegs. Ich weiß auch nicht, warum sie immer ein Hitzeschild verlieren müssen. Aber ja, wir bergen das Raumfahrzeug und haben es somit geschafft. Wir sind zurück. Und ich würde sagen, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.